Digga, Monte hostet mich, einer schreibt, wie kann Monte eigentlich auf Shields stehen, so widerlich. Junge, lass ihn mal. Lass ihn mal. Hier tummeln sich jetzt wahrscheinlich die Hälfte von den Leuten, die bei Monte gebannt sind. Oh nee. Ja, wir haben vorhin schon das Chatting gemacht, da haben wir so einen witzigen Kanal gefunden. Kann euch jetzt, wenn ihr, an die ganzen neuen Leute, ich zeig euch nur einen Clip. Hat auch heute Mock auf Twitter gepostet, Digga, davon haben wir uns den ganzen Kanal reingezogen. Ah, du Sohn, du hast ja nicht mal eine Nudel gegessen. Da ging es um die scharfen Habe Nudeln, die ich wir gegessen zwar, aber haben. okay. Ist das jetzt eine Beleidigung Nein. oder redet ihr untereinander euch Für mit mich ist es Hurensohn keine an? Beleidigung. Dann bin ich der Sohn einer Hure. Ah, du. Der Clip ging ja eh noch weiter im Video und dann sagst du nur, Ja, nee. Ich bin kein Junge, wie heißt der Kanal? Vater und Sohn hieß der hier. Hier, guck mal, hier ist die Szene doch. Warte mal. Ja, hier. Hier nochmal. Stefan und John. Also ist eigentlich ein ganz süßer Kanal, aber schon sehr cringe. Keine Ahnung. Ha ha ha, du Sohn, du hast ja nicht mal eine Nudel gegessen. Da ging es um die scharfen Habe Nudeln, ich die wir gegessen zwar, haben. aber okay. Ist das jetzt eine Beleidigung oder Nein. redet ihr untereinander euch Für mit mich ist es Hurensohn keine an? Beleidigung. Dann bin ich der Sohn einer Du bist kein das weißt du. Aber Also, dennoch. ihr redet heutzutage nicht so, ne? Das ist ja Ich furchtbar. werde nicht beleidigt, dann wurdest du beleidigt. Oh, ich muss auch sagen, dafür, dass John vorher so große Sprüche geklopft hat mit, wir sind echte Männer und essen scharfe Und Sachen. Der Vater kommt einfach immer so rein, als wäre er der so bei einer, so einer RTL-Nachmittagsshow, als wäre er so dieser Anwalt, der dann dazwischen spricht. So kommt er die ganze Zeit rein. Nee, wir haben vorhin ein paar Videos von denen geschaut, das war schon sehr witzig. Aber es halt, hat einen faden Beigeschmack, weil das ja eigentlich ganz süß ist, dass ein Vater mit seinem Sohn YouTube macht. Aber das ist halt, der Sohn ist halt viel zu jung, der wird safe gemobbt später. So, oder wenn er auf der weiterführenden Schule ist. Und das ist halt irgendwie, deswegen ist es halt nicht so schön, finde ich. Guck mal, fast die Story zeige ich euch noch, okay? Dann ist zu hart wirklich. Was sie da erzählt, ich lasse das dann unkommentiert, okay? Den Kanal ab und spare mir meine Worte, denn YouTube ist nun mal zum großen Teil reine Geschmackssache und jeder findet die Kanäle, Ja, die er. diese Vorstellung, überlegt mal eure Eltern, die sind da ja auch im Heidepark und sonst wo. Überlegt mal, euer Dad holt einfach seine Kamera raus und vloggt einfach. Das ist auch so. Boah, boah. Der gut findet, die finde ich, die findet auch jeder andere. Und wenn einem unser Kanal nicht gefällt, dann würde ich sagen, abschalten. Abschalten. Ja, und es kann sich aber auch ganz schnell die Meinung über uns ändern, wenn man uns erst gut findet und dann in den Direktnachrichten bei Instagram Das ist gefragt so wird, wenn krass. man sieht, Stefan und John sind Anschneiden gerade im bitte. Heidepark, Anschneiden, Chat. schreibt man die beiden an, ich bin auch gerade da und möchte ein Foto mit euch machen, ist das möglich? Und in der Regel antwortet ihr ja auch darauf, wenn das möglich ist. Man hat ja im Park auch nicht immer sein Handy in der Hand. Und so jemand hat halt auch gefragt, ob man ein Foto machen kann. Leider haben wir diese Antwort zu Ja, spät. Mann, diese typische Handyhülle von Amam, so ein Umklappbar und sie bedient das Handy mit dem Zeigefinger. Das ist so Mama-like. Gelesen. Die Jungs waren auf dem Rückweg schon nach Bremen, also gar nicht mehr im Park. Habe ich dann auch geschrieben, dass die Jungs schon auf dem ha Nachhauseweg sind. Und dann kam die Antwort: Euch Hurensöhne. Es war mein größter Traum von mir, ein Bild mit euch zu machen. Das gibt ein D-Abo. Sowas muss man sich dann auch gefallen lassen. Ihr Das kommt so herbestimmt. Er will einfach ein Bild mit denen machen. Er will einfach ein Bild mit denen. Er will ein Bild mit denen machen. So stumpf. Und dann kam die Antwort: Euch Hurensöhne. Es war mein größter Traum von mir, ein Bild mit euch zu machen. Das gibt ein D-Abo. Sowas muss man sich dann auch gefallen lassen. Ihr seid so behindert und dumm. Ich hoffe, ihr stirbt an Gas. Und ich wünsche euch kein Glück mehr im Leben. Ist halt nicht mehr lustig, so jemandem zu wünschen, dass er stirbt, ist nicht cool. Ich hoffe, ihr stirbt. Oh, das ist schon hart. Ja, dann auch Instagram schreibt auch noch jemand. Ich schwöre. Muss Paul, dass ich nicht spucke, Digga. Er lacht einfach selber drüber. Aber Hauptsache die Aussage, ich hoffe, ihr sterbt an Gas. Und ich wünsche euch kein Glück mehr im Leben. Ich hoffe, ihr stirbt. Oh, das ist schon hart. Ja, dann auch Instagram Oh, schreibt fuck. auch noch jemand. Ich schwöre, ihr seid so dumm. Morgen, wenn ihr Auto fahrt, werdet ihr sterben. Ich würde es euch so gönnen, wenn ihr sterben würdet, ihr Hurensöhne. Dieses Hä? Geräusch immer.
Also dein Sinn ist, also Simone ist wohl nicht gemeint. Nee, es geht aber noch weiter. Der hat sich richtig ausgekotzt, der muss einen richtig schlechten Tag gehabt haben, dieser Typ. Dieser kleine, wie auch immer er heißt, Sohn oder so, ist ein adoptierter Digga, das ist so unfassbar, in was für einer Welt wir leben. Das ist einfach die Mutter von ihm, die mit ihm zusammen auf der Couch sitzt und Hater-Kommentare vorliest. Einfach, die liest einfach Hater-Kommentare vor und sitzt und filmt sich dabei und legt das auf YouTube. Seine Mutter wird aufs Herbste beleidigt, er lacht sich einfach kaputt. Ja, das schlägt so durchs Handy, die Faust so warm. Ich hab dann geschrieben, du tust uns einfach nur leid, du scheinst sehr unzufrieden zu sein. Und dann ging's weiter. Ahaha, ich bin nicht unzufrieden, hab euch alle schon mal... Ihr seid so Pieces, ich weiß nicht, was das heißt. Pieces, sagt ihr zu Peach. Heißt? Also wirklich, du... Du bist ja so dumm, um zu wissen, das sind Sachen, die kann ich hier gar nicht vorlesen. Ich hoffe, das Video dann geht's wird nicht wieder, gesperrt. Ja, dann geht's weiter. Er hofft immer noch, dass wir sterben. Also, es ist unglaublich, was da teilweise kommt. Vor allen Dingen, Leute... Warum schreiben die dem zurück? Warum geben die ihm noch die Aufmerksamkeit? Den Kanal haben wir gefunden, halt durch den Twitter-Clip hier von Mock. Das ist ja die Szene mit den Nudeln. Und der Chat, das ist ja der allwissende Twitch-Chat, die haben dann den Link rausgefunden. Und die machen halt ganz viele Videos. Ist ja auch eigentlich ganz süß. Also die Vorstellung finde ich schon ganz süß, so mit seinem Sohn irgendwie Videos zu machen. Als Erinnerung und so. Aber es ist halt falscher Content auf jeden Fall. So auf Hater-Kommentare reagieren und so. Der wird halt safe später gemobbt werden. Denke ich. Weil Kinder einfach grausam sind. Ja, die machen das schon seit 3 Jahren, seitdem er 8 ist. Die haben auch uns ein Video angeguckt, haben die Fortnite gezockt. Das war auch hart, Digga. Das war hart. Zieh mal nicht so die Aufmerksamkeit auf die. Nee. Ich finde das ja ohne Scheiß. Es hat irgendwo was Süßes, aber irgendwo auch was sehr Weirdes. So, weißt du, wie ich meine? Ich finde es ja irgendwo cool, dass sie das machen, aber irgendwo ist es halt auch sehr, sehr weird. Das Ding ist, der Vater mobbt einfach auch selber seinen Sohn. Kennt ihr das nicht aus eurer Kindheit, dass eure Eltern euch gewinnen lassen haben bei den ganzen Spielen? Ich wurde immer, mich haben sie, glaube ich, immer gewinnen lassen. Also ich habe auf jeden Fall immer gewonnen. Denkt man, die haben mich immer gewinnen lassen. Aber dann hast du so einen Vater hier. Von wie vielen, die da mitgemacht haben? 100 wahrscheinlich. Ja, das war, bei dir waren 95. Alter, der ist 27. geworden. Ich war auch ein schlechter Verlierer, glaube ich. Aber meine Schwester war schlimmer. Die hat immer das Brett weggeworfen. Bei Mensch, ärgere dich nicht. Oh lol, guck mal, wie süß er sich bewegt. Oh mein Gott, er probiert einfach in Real Life auszuweichen. Hast du ihn getroffen? Er hat abgewehrt. Was? Jetzt. Haha, Platz 80. Junge, was für ein Vater, Mann! Ja, aber du hast aber auch keine auf meinen Kanal. Was? Du hast aber auch auf keinen anderen geschossen, ganz ehrlich? Ja, warte mal, ich zeig euch mal was. Also. Er hat einfach selber voll das Kind. Er nimmt einfach seinen eigenen Sohn hups. Und ihr denkt, okay, wenn der Vater 27 wurde, vielleicht hat er auch besser gespielt. Aber nichts. Nichts. Jetzt gucken wir uns mal an, wie der Vater gestorben ist. Wenn du am Baum stehst und dann kommt jemand rechts rum, weil rechts siehst du immer mehr. Die Treppe. Ja, schwitzen. Er hat sich hochgebaut. Der Gegner steht auf der Ramp hier. Kannst du kaputt machen, wenn du nicht kommst. Nicht aufheben, du hast ja schon einen. Ja. Im Grün. Was ist jetzt passiert? Da hat jemand getanzt. Aber hier ist keiner. Also geh doch. Dreieck. Und mach das kaputt. Jetzt mach. Was jetzt? Ja, hätte ich mir die hochgebaut, hätte ich jetzt noch gelebt. Einfach disrespected. Er wurde einfach komplett disrespected. Und dann lacht er seinen Sohn aus. Aber ist schon ganz, ehrlich, ich muss sagen, ich finde den Kanal ganz süß, aber von dem Content, die dürfen halt nicht auf Hater-Kommentare und so weiter eingehen. Das ist halt falsch. Dann machen die sich zu leicht angreifbar. Der Sohn sagt einfach, da tanzt jemand. Er sagt, also ist hier keiner, oder? Ich finde die Idee von dem Kanal aber schon echt cute. Wäre schade, wenn er deswegen fertig gemacht wird. Ja, das sage ich ja. Ich finde die Idee auch cute, dass so ein Vater und Sohn zusammen Videos machen, auch einfach als Erinnerung. Aber ist halt der falsche Content. Ich finde, mehr auf Hater-Kommentare reagieren und so, das ist halt nicht richtig. Weil dadurch bist du ja nur noch angreifbarer, weißt du? Wisst ihr? Machst du dich ja nur angreifbarer und dann kommen halt noch mehr Hater-Kommentare. Let's go, let's go.